Hallihallo, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Minimarkt.de. Heute zusammen mit WTF1404. Hey, guten Morgen. Ah, nee, Guten guten Tag. Morgen. Guten Morgen, passt Guten definitiv zu unserer Abend. Uhrzeit gerade. Naja, gut, wir sind heute mal wieder als Polizist, diesmal aber als Zivilpolizist hier in Notruf Hamburg unterwegs. Der Juve wurde ausgeraubt, deswegen würde ich sagen, fahren wir nochmal schnell dran vorbei. Es kann sein, dass er jetzt schon leer ist, aber ich laber nicht weiter drum herum und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. What it really means to live like golden. Yeah, we're golden, baby, yeah, we're golden. So, dann würde ich mal sagen, fahren wir einfach mal schnell zum Juwelier mal rüber und schauen einfach mal, ob der gewisse Krim noch da ist. Wir sind natürlich im RS6 unterwegs. Nein, ist er nicht mehr. RS4. RS4? Nein, RS6. Zu Deppard? Ja. Ihr wundert euch vielleicht, warum ich 458 Euro habe. Das liegt daran, dass ich was gekauft habe. Hallo? Ja. Genau. Dass ich was gekauft habe. Das werdet ihr aber erst nächste Folge sehen. Sonst mache ich hier Spoiler. Und das möchte ich nicht. Und ich fahre jetzt einfach kurz zur Polizei, um zu schauen, ob es ein RS4 oder ein RS6 ist. Weil ich habe nämlich keine Ahnung. Ich absolut. RS4, du. Es ist ein RS4. Ja, okay, hast recht. Ich bin einfach nur nicht gut im Merken. Sagen wir es so. Wo überfällt denn jemand was? Okay, wir haben 4 Kriminelle. Okay. Wo gibt's denn Darf hier... Darf ich das blitzen? Die Gas and Go ist schon mal leer. Im Juwelier. Ja, moin. Wird zwar nicht angezeigt, wird aber gecuffrushed. Willst du mich blitzen? Ja. Aber du bist ja wieder heute im wunderschönen Porsche unterwegs, habe ich gesehen. Nee, glaube ich nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Ja, hier fahren 2 Porsche. Ah, ist das Robin oder was? Oder wer ist der andere Porsche? Ja, oder? Robin, ah, ja. Jo ist der Blau. Okay. Kriminell. Kriminell. Erik, Kriminell. Kennst du ja. Nicht auch Kriminell? Mhm. Was, würde ich sagen, echt stabile Team. Vergiss es, die Team, das hat keinen Sinn mehr. Dann, weil die sowieso Team haben. So, wir sind schon mal auf der zweiten Brücke. Erste, zweite, oh yeah. Das ist unsere Rechnung. Und die Ares wurde ausgeraubt. Ein Passat, ja moin. Guten Tag. Die Flares. Bitte stoppen Sie Ihr Fahrzeug. Wir möchten Sie festnehmen. Hallo, Sie sollen mich nicht drehen. Sie sollen stehen bleiben, verdammt nochmal. Direkt, das heißt Kfz. Ja, ihr lahmes Auto da vorne. Erstmal eine Erik, wegen dir ist jetzt mein Auto broken. Ja, dafür kann ich auf jeden Fall was. Ich bin im Graben. Ja. Na, perfekt. Okay. Fängt er schon mal gut an. Und der Passat kommt davon. Wetten jetzt? Wo ist der Passat? Wo ist der Passat? Der ist halt wirklich weggefahren. Oh mein Gott, bin ich scheiße. Junge, fahre ich in den Graben rein, ich Vollidiot. Und jetzt wird der Juve wieder ausgeraubt. Das sind aber die Team, habe ich echt keinen Bock jetzt hinzufahren. Erik, der Serverping beträgt 400. Ja, ist doch noch gut. Das ist für mich 3 Sekunden verzögert. Das, so kann er nicht spielen. Können Sie mir vielleicht mal helfen, mein Auto hier rauszuschieben? Was denkst du, warum ich gerade angelaufen komme, du? Ja, wunderbar. Viel Spaß, ich gehe mal wieder auf Suche. Aktuell passiert nichts, außer dass halt eben die Dudes meinen, sie müssen im Juwi. Im Juwi Party machen, aber das ist für uns leider uninteressant, weil wir bringen uns. Weil das bringt uns leider nichts, weil die ja eben im Juwi Team. Wo ist denn der Juwi überhaupt? Hier im Krankenhaus? Nee, in den Süden. Ja, die chillen im Juwelier und haben ihren Spaß. Erstmal Sub-6-Plätzen. So, wir sind auf dem neuen Server, meine Freunde. Und jetzt würde ich sagen, Hunde, dann RS4. Spring und in ins Auto. Und den legendären, geilen, tollen Porsche. Und fahren erstmal zum Dude, der denkt, er muss sich am Juwelier erstmal auf den Boden legen. Und da würde ich sagen, fahren wir einfach mal direkt vorbei und schauen mal, what is the problem?
Du kannst vielleicht mal den Passat da abchecken, der und Dude, der da läuft. Und dann rejoin uns erstmal Robin, darum geht's aber nicht. Und dann schauen wir erstmal, checken wir erstmal hier die Lage. Ey, ist das echter Dämon? Ja, ich habe auf jeden Fall schon mal einen Crime hier. Echter Dämon? Der mich direkt schlägt. Puhuhu. Jo. Die sind auf jeden Fall sehr versiert da drin, Leute zu schlagen, habe ich so das Gefühl. Ja, okay, der voll an den Kopf getasert. Das war es ja dann mal wieder komplett, ne? Mir wurde geschrieben. Es ist nur noch der eine Brille da in der B-Klasse. Ich, okay. Ja. Ja. So, danke für das Kompliment. Motte, zieh den mal aus seinem Auto raus. Zieh den aus seinem Auto aus der G-Klasse raus. Zieh den aus der G-Klasse raus. Der Fahrer. Mach nochmal heute hin. Aus der anderen G-Klasse, aus der roten. Wo bin ich denn? Hallo? Den Fahrer. Genau, den da. Und steck ihn in your car. Genau, perfekt. Und dann würde ich sagen... In your car. Okay. In your Karren. 8K? Nö. Das Einzige, was er bekommt, ist ein Haus. Nee, ich schenke ihm Toastkäse, weil Toastkäse ist ein Baum. Junge, wie oft willst du denn noch 8K spammen? Nee. Nee. Einfach nee. Nee. So, geil. Haben wir auf jeden Fall schon mal 3 in den Knast gebracht. Die waren anscheinend irgendwie zusammen eine Gang oder so, keine Ahnung. Aber ich liebe das, Leute in den Knast zu stecken und genauso tun das die Leute auch bei mir. Wenn ich mal Crime bin und habe mega viel Geld gefarmt, dann denken sie sich auch, ja, stecken wir den mal in den Knast. Why not, ne? Der Hofladen wurde ausgeraubt. Das war gestern ein absolutes Chaos. Absolutely Chaos. Und das war halt einfach nicht... Chaos. Dass nix gut waren. Und jetzt würde ich sagen, ballern wir mal rüber zum Hofladen. Da ist ein Passat und Reifen. Motte hupt erstmal. Stabil. So. Stabil, Bro. Wie ich fahre. Ich fahre wie ein Fahrer fährt. Wie ein Fahrrad fährt. Hallo, aus der Ausfahrt da raus. Hallo. Ich muss da durch. Ich fahre schon 170. Das muss sein. Da bremst der bis zum Zaun, Porsche. Alarm. Waffe. Sehr höchstwahrscheinlich. Ja, Sniper. War ja klar. Oh Gott, ich bin. Du kannst absolut nicht tasern, habe ich gerade festgestellt, ja. Ja, okay, das war relativ eindeutig. Aber der Stop Six legen kann ich. Ja, das kannst du. Er driftet auf jeden Fall, aber er hat noch Autoleben. Er ist gelieft. Okay. Er ist gelieft? Nein. Er ist so ein Lacker. Fahr mal zum PD, da versteckt sich Sölchen. Ist er kriminell? Nee, 5 Sterne nur. Ah ja, gut, dann nehmen wir den mal fest. So, erstmal in dem Rückwärtsgang ein bisschen driften, um hier reinzufahren. So, perfekt, war natürlich alles geplant, ja. So, Robin, fahren Sie mir aus dem Weg, ich muss da durch. Robin, Jo, unterstrich 259. Sehr kriminell, ja. Upsa, bin ich in Schlangen gefahren. Es kann sein, ich weiß es nicht, aber Niklas hat in die Kommentare geschrieben, den wir in der ADAC-Folge gegrüßt hatten, dass wir ihn vergessen haben zu grüßen. Es kann sein, dass ich es rausgeschnitten war auf jeden Fall nicht mit Absicht, habe ich aber eigentlich getan. Danke, dass du mir voll hinten reinfährst. Hatte ich ja bei Englisch schon gesagt. Bin ich zwar komplett vor dir gekommen. Genau, wo ist denn Seele? Aber nur Tango-Probleme. Ja, wo ist denn Seele? Ich bin jetzt hier allerdings. Oder wo hat er sich jetzt versteckt? Aber ich will jetzt nicht auf Seelensuche gehen. Sondern ich möchte Krimis fangen. Ich möchte die Kirmes fangen, weißt du? Kirmes. Ja, genau. Dazu schauen wir erstmal auf den Juwelier, der gerade ausgeraubt wurde. Ich wollte eigentlich gerade. Ey, guck mal, es wurde Straftaten an. Nee, guck ich jetzt nicht, weil mein Juwelier wurde ausgeraubt. Deswegen fahre ich jetzt zum Juwelier und nicht zu so. Ja, aber du musst dann auch schon richtig zum Juwelier fahren. Ja, tu ich doch. Ja. Vor allem mit Blaulicht. Damit derjenige auch richtig Bescheid weiß, ne? Ja. Bruder, hier ist keiner mehr drin, aber es schießt jemand mit Sniper. Ah! Das erklärt's, glaube ich. Habe ich so ein leichtes Gefühl. Has he someone? Nee, aber es ist der Car. Es kann sein, dass sie mit dem Zug gefahren sind. Oder die G-Klasse da steht. Nix schon... Leiter da. Also haben die Leiter geplaced? Ne, nix. Aber hier. Nix Leiter. Hier steht eine G-Klasse. HE als Kennzeichen. HI. HE hat nichts. Der Fahrer hat nichts. Ja. Vielleicht weiter?
Nee, wenn die schon so chillen, dann auf gar keinen Fall. So, was hat denn Seele als Straftaten anzeigen? Ah, okay. Mhm. 7 Bankräuber. Mhm. Was? 70 Angriffe? Ja. 15 illegale Items. Okay, Soul muss auf jeden Fall festgenommen werden. Das steht fest. Und dann setzen wir ihn aus dem Spiel. Beschützt werden, du. OZ. Was, welches Auto von ihm ist OZ als Kennzeichen? Im Juwelier sind 2 Leute drin. 2. Die habe ich aber erst jetzt gesehen. Die rauben gerade wieder aus. Das sind die aus der roten G-Klasse schon wieder. Es wäre nett, wenn du vielleicht mal beim Juwe vorbeikommen könntest. Ich bin hinten, ich bin Ja, habt ihr mit der Waffe getasert? Der andere hat auch eine. Ich muss laufen. Hier ist der andere Dude, Ich hoffe, ich habe den Fahrer erwischt. Ich komme nicht durch die Tür, denn sie steckt. Geh doch durch die Tür, mein Gott. Ich hab sie. Ich hab den. Oh ja, wunderbar. Die haben irgendwie noch nicht so ganz das System einer Waffe verstanden, habe ich so das Gefühl. Und der Bree hat 5 Sterne. Den ich ja, das Tolle ist, sie packen zweimal ihre Waffe aus. Benutzen sie aber nicht. Das erinnert mich an diesen Polizisten aus der. Ich weiß nicht, ob es in der Folge war oder ob ich da gefarmt hatte. Aber der eine Bree, der hatte Blaulicht an. So, wir waren Crime. Standen mit Waffen vor ihm, er hat nichts gemacht. Nachdem wir dann irgendwann angefangen haben, halt die Waffen auszupacken, so, fing er dann an, seine Sirene anzumachen. Hat aber weiterhin nichts getan. Da denke ich mir so, Bro, what are you doing? Und da verstehe ich halt nicht so. Warum spielt ihr es dann, wenn ihr nur eh mit eurem Tattoo-Data in eurem Polizei habt? Yo, ein Schulfreund von mir ist hier auf dem Server. Den müssen wir bekommen. Ja, den nehmen wir fest, definitiv. Ja, ich habe Soul gefunden. Ja, moin. Er wird von einem Q5 verfolgt. Er fährt sein Bugatti. OZ ist sein Bugatti. Er ist bei mir im Gefängnis. Ja. Er ist irgendwo an den Bahnschienen stecken geblieben oder so. Soul! Steigen Sie bei mir ein. Okay, dann halt nicht. Dann fahr halt weiter. Nachdem ich die Handschellen ausgepackt habe, ist er weggelaufen. Er ist beim Polizisten ins Auto eingestiegen. Ich tu dir nix. Hallo, okay. Er hat's gewonnen. Oder auch nicht. Ach Mann. Hat nicht geklappt. Ach komm, ich lass doch irgendwo. Hast du das gemacht, ne? Ich wollte ihn mitnehmen und wieder freilassen. Hätten dann zum Autohändler gefahren oder so. Aber Seele wollte nicht. Okay, gut, dann schauen wir eben halt weiter, was hier so auf dem Server mal it's going on. Das ist doch ein sehr krimineller S5, der mal so entspannt vorm Dealer steht und sich mal was snackt. Und da würde ich mir doch denken, Brudi, was ist going on inside your head? Ja, und jetzt? Ja, Baseballschläger ist jetzt. Fühlt sich jetzt ganz toll, oder was? Oh mein Gott! Ich kann nicht auch down schießen. Guck mal, was habe ich geschafft? Ich muss mal kurz einen Bree festnehmen. Nein, nicht so. Ja, perfekt. Am Juwelier kommt einer mit vollen Stopsticks in S5. Falls es sich interessiert, zumindest hieß er so damals. Der kommt da gerade mal ganz entspannt lang gefahren und wieder zurückgefahren. Okay, sehr interessante Sache. Das wird ja so sich dem zu verfolgen, weil es ein S5. Okay, Brudi, was geht denn bei dir ab? Naja gut, aber wir wollen interessieren uns nicht, wer irgendwelche übel langen Nachrichten schreibt. Aber es sieht so aus, als würde er ab und zu ein bisschen crashen. Und wie ihn dadurch easier bekommen können. Er hat auf jeden Fall einen Baseballschläger, das heißt, er kann seine Waffen nicht verlieren. Seine Verhandlung nicht verlieren. Ja, ich bin jetzt gerade am S5, das geht jetzt nicht. Und ja, genau. Bremsen wir ihn einfach mal aus ohne Grund. Aber er scheint nicht zu bremsen und abzubiegen. Aber nicht so schlimm, wir kriegen ihn schon. Jedoch dreht sich unser Auto und wir haben ein kleines Problem. Okay, haben wir nicht, aber wir sind eh schnell genug, wir holen den eh in 0,1 Sekunden wieder ein. Der fährt eh ungefähr 10 km/h den Berg hoch, wir 150, deswegen haben wir ihn ganz schnell wieder. So, ja, fahr noch über rote Ampel. Oh, perfekt, du bist mir einer. Ja, Feuerwehr hat da Einsatz, oh, wunderbar. Am besten fährst du jetzt auch dagegen. Oh, schade, er lässt sich nicht von der Präsenz drücken.
Ich kann auch mit Taser, du. Das geht auch. Nein, du schlägst mich nicht tot. Hallo? Hallo? Nein? Du schlägst mich nicht tot, aber ich konnte dich nicht tasern. Deswegen funktionierte das nicht so ganz. Er fällt eiskalt gegen ein Schild. Du bist mir einer. Am besten habe ich das noch kaputt geschossen, damit er jetzt gar nicht mehr wegkommt. Ja, habe ich geschafft. Ich bin am ADAC. Okay. Jetzt habe ich ihn getasert. Na, geht doch. So. Ich habe es geschafft, nach 100 Jahren. Leute konnten eins am mitverfolgen, was ich gemacht habe. Also ich habe mich schon wieder entschieden, dazwischen zu cutten, weil es wahrscheinlich zu langweilig war. Aber das war eigentlich recht interessant. Obwohl es in S5 war, konnte er sich wacker schlagen gegen mich, weil ich 10-mal daneben getasert habe. Ich habe dem Hundchen festgenommen. Wunderbar. Nachdem ich 10-mal daneben getasert habe, deswegen konnte der auch so lange überleben. Ja, gut. Und die Dudes dann mit ihrer G36, die kriegen wir innerhalb einer Sekunde, das ist auf jeden Fall sehr wild. Aber okay, die haben auch nicht so viel gemacht, die schon ja einfach nur rum. Was, Pylone? Ja, okay, neuer Name, Pylone. Wer ist eine Baustellenpylone? Ich will dich festnehmen. Oh, ich will dich festnehmen und dann wieder freilassen, das ist ganz lustig. Auf mein Auto kaputt zu schießen. Ich fahre den Kofferraum. Sehr, sehr, sehr interessante Aufgabe, was ich hier habe. Ja, los, fahr. Nein, nicht mich schlagen. Puh. Alter, ich taser dich. Simone! So, meine lieben Freunde, das war's in dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt. Wir sehen so einen cuten Roboter. Nee, Spaß. Aber der sieht echt cute aus. Oh, du bist so hübsch. Okay, aber das war's von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt. Wir spielen noch auf einmal gut sein. Ciao.